Ich wurde gefragt, wie schafft man es eigentlich, dass man in einer List View unterschiedliche Objekte mit unterschiedlichen Layouts anzeigt? Oder auch in einer Tree View. Und diesmal schauen wir uns mal an, wie geht das mit der List View etc. Und ja, gleich mal vorweg, die unterschiedlichen Layouts werden nur sein. Wir machen über Reflection, lesen wir die Eigenschaften und Methoden eines Objekts aus und die lassen wir anzeigen. Und dann gibt es eben unterschiedliche Klassen, Property Info und Method Info. Und wenn es sich um eine Property handelt, dann wollen wir stehen haben Property und den Namen der Eigenschaft oder Method und den Namen der Methoden. Also Property Info, Method Info, unterschiedliche Objekte. Ja, und die können wir in einer Liste darstellen. Wer wissen will, wie es geht, hier dranbleiben. Also wollen wir wieder mal ein bisschen was im WPF machen. Und zwar, ich habe schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet, wie im Schaukochen. Nein, nicht viel. Ich habe nur den Data-Kontext hier angegeben. Ich habe das MemView-Model mal gemacht und die Referenz zu den WPF-Basics gemacht. Nur wieder, um die ganzen richtigen Basic-Themen einfach mal wegzulassen. So, und jetzt wollen wir eben hier, haben wir eine Grid mit zwei Columns jetzt kurz mal definiert. Jetzt geben wir hier noch schnell eine Listbox rein. Eine Listbox. Wir wollen ja nur etwas zeigen, eine Kleinigkeit. So, Item Source wird gebunden auf Binding Items. Und jetzt kann ich das natürlich machen für unterschiedlichste Datentypen. Und wir brauchen mal als erstes, was machen wir? Eine Observable Collection. Namespace ist schon da. Von Object einfach mal. Kann man natürlich jede beliebige Basisklasse nehmen. Items ist gleich New Observable Collection. So, nur kurz gezeigt, auch ein kleiner Tipp in Visual Studio. Alt-Enter gedrückt und ich kann jetzt sagen, mach mir doch aus diesen ein Property. Ja, hier gibt es einige Refactoring-Sachen. Encapsulate Field Items and Use Property. Ich sehe auch, was würde er mir machen. Er macht mir hier ein entsprechendes Property, wo Items zurückgegeben wird und über Value gesetzt wird. Natürlich das gleiche wie das. Ist gleich New. Bam, bam. Und das gleich weg. Geht auch aber mit Refactoring wieder mal eine nette Sache. So, was wir machen wollen ist, in dieser Listbox hier, wollen wir anzeigen alle Methoden und Eigenschaften. Also wir machen so ein kleines, wie sagen wir, so .NET Reflector-Teil, wo wir einfach nur Meta-Informationen einer Klasse anzeigen lassen wollen. Also ich will hier sagen, ich gebe zum Beispiel von diesem aktuellen Main Window View Model, von diesem Objekt, alle Eigenschaften und alle Methoden möchte ich hier in einer Listbox angezeigt haben, aber Eigenschaften ein bisschen anders dargestellt als Methoden. Ja, das ist ja, was wir schlussendlich zeigen wollen. Wir haben unterschiedliche Datentypen, die wir in der Listbox anzeigen wollen. Objektorientiert heißt das natürlich, hier brauchen wir eine entsprechende Basisklasse, die es entweder gibt oder eben Object ist. Ja, gut, dann wollen wir die Items mal befüllen. Dazu bedienen wir uns natürlich Reflection, gibt es übrigens auch ein Video dazu. So, wie bekommen wir bei Reflection, was brauchen wir? Wir brauchen die Properties und die Methods, also wir brauchen als erstes den Typ, um den es überhaupt geht. Type T ist gleich getype. Der Typ des aktuellen Objekts. So, und jetzt können wir sagen, okay, for each var prop in type get properties. T ist natürlich ein echt schlechter Name, Steuerung RR type. So, schönes Refactoring in Visual Studio, dann nennen wir immer gleich alle um. So, jetzt haben wir hier die Property und diese Properties, alle Properties, die wir in diesem Typ, im aktuellen Typ, im Main View Model und alle abgeleiteten, die wir haben, die geben wir jetzt in Items rein. Also items.add prop. So, wir wollen aber nicht nur das reingeben, sondern auch for each var method in type.get methods. items.add method. So. Get methods. So. So, was ist Prop für ein Datentyp? Sehen wir hier, das ist ein Property Info. System Reflection, Property Info. Method ist vom Datentyp System Reflection, Method Info. So, gehen wir mal her hier. System Reflection, Property Info. Ja, das ist mein Objekt, das ich anzeigen will. So, Steuerung.Enter und hier Method Info. Steuerung.Enter, damit ihr mit einem
Name Swiss einbindet. Und jetzt kann ich hier mit F12 zum GoToDefinition von den Datentyp sagen. Und jetzt zeigt er mir die Klasse Property Info entsprechend an. Und ich sehe, die Basisklasse hier ist ein Member Info. Die Basisklasse von Member Info mit F12. Ja, gibt es keine, aber es gibt noch ein Interface dazu. So, wie sieht es eigentlich aus bei Method Info? Auch das ist eine Method Base. Und auch das ist eine Member Info. Das heißt, der kleinste gemeinsame Nenner oder der größte sozusagen ist ein Member, was war es? Member Info. Ja, ich muss nicht Object machen. Ich kann auch Member Info machen. Habe jetzt die Möglichkeit natürlich auf alle Eigenschaften von Items, die Member Info eben hat, drauf zuzugreifen. Hätte aber auch Object lassen können. Also, wir haben hier die Vererbung. Es gibt Basisklasse Member Info. Davon abgeleitet gibt es Method Info, nicht direkt, aber indirekt. Und davon, ebenfalls von dieser Member Info abgeleitet, gibt es die Property Info. So, wir haben diese Items aufgefüllt mit allen Properties und allen Methoden von dieser aktuellen Klasse. Mit getype bekomme ich ja das aktuelle Objekt, den Typ des aktuellen Objekts. So, und die wollen wir jetzt anzeigen hier in dieser Listbox. Und zwar wollen wir das anzeigen in der Listbox entsprechend net halt. Also mit entsprechend net meine ich unterschiedlich. So, es gibt ja hier ein Items-Template. Und dieses Item-Template, oder sehen wir uns das mal kurz an, hier machen wir ein Data-Template rein, in diesen Data-Template machen wir einen Text-Block rein. In diesen Text-Block haben wir, der Text wird gebunden auf Name. So, wunderbar. Und wir machen noch einen zweiten Textblock rein. Textblock, nicht Textbox, sondern Textblock. Text ist gleich Method. Ja, damit wir das auch sehen, dass dieses Data-Template hoffentlich nur für das entsprechende ist. Und dann machen wir natürlich ein Stack-Panel mit Orientation horizontal, damit die beiden nebeneinander stehen. So, Steuerung KD, formatiert neu. So, wunderbar, wir haben hier ein Data-Template, da haben wir ein Stack-Panel horizontal mit Method etc. drin. Ja, jetzt können wir jetzt angeben den Data-Type und durch diesen Data-Type sagen wir, für welchen Art von Datentyp soll dieses Data-Template überhaupt verwendet werden. Na gut, das wäre jetzt System.Reflection.PropertyInfo. Und jetzt kann ich hier ein zweites Data-Template angeben. Data-Type wäre System.Reflection.MethodInfo. Hier Property natürlich. Und da machen wir jetzt einfach mal das Gleiche, nur um das entsprechend zu sehen. Und schreiben hier im statt Property Method hin. So. Item template can only be set once. Data template is already. Achso, ja, oh klar. Nice. Das wäre jetzt natürlich Blödsinn. Das Item template ist es nicht, sondern die Resources. Und die Resources muss ich nicht nur unbedingt direkt bei Listbox angeben, die könnte ich auch global fürs Window angeben oder extern angeben, wie eben die allgemeinen Styles. Und einfach um diese auch wieder zu verwenden. Denn jetzt, was ich mache, ist, wie zeigt er mir etwas an, wenn das einem bestimmten Datentyp entspricht. Und das ist ja meistens dann immer gleich. So, ich sehe jetzt natürlich auch, dass er zeigt mir was an. Ich hätte es gern recht, also grid.column 1, das ist das eine. Und das zweite ist, das ist natürlich die toString-Variante, die er mir anzeigt. Das ist natürlich Blödsinn und das ist auch klar. Den Datatype kann ich hier natürlich auch nicht so angeben. Sondern ich muss ihm hier sozusagen sagen, okay, es muss mal der Type sein. Ja, es geht um den Typ. Und jetzt kann ich nicht sagen System Reflection Property Info, denn das kennt er nicht. Ich muss das eben in den XML-NS Namespace erstmal einbinden. Und es reicht nicht, wenn ich System einbinde, sondern ich muss gleich Reflection verwenden zum Beispiel. Also ich kann hier nicht dann die Namespaces rein navigieren. Und das wäre ein CLR Namespace. Und zwar
Namespace System und Reflection und Strichpunkt außen Assembly ist gleich MS-Corelib, glaube ich, war das. So, und dann gebe ich hier natürlich nicht System.Reflection an, sondern Reflection Doppelpunkt Property Info. Da unten gebe ich an, es geht um den Typ Reflection Method Info. Also wenn dieser Typ kommt, dann nimm doch das mal. So, mal schauen, was haben wir jetzt? Does not exist in MS Corelib System Reflection System Reflection Assembly gleich. Was haben wir da jetzt? Ja, MS Corelib, nicht Corelib, sondern Corelib. So, mal kompiliert. Und jetzt sehe ich schon in der Vorschau hier Property Items, Property Get Items, Property Set Items, Property Add Property Change, Property Remove Property Change, Property Get Type, Property To String, Property, 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 da stimmt das nicht, Moment, warum nicht, Property, Property Method. Wäre besser. So. Also bei den Method-Infos, wenn er vom Typ Method-Info ist, dann nimm dieses Layout. Wenn er vom Typ Property-Info ist, dann nimm dieses Layout. Und unterscheiden tut sich nur eben durch Property oder Method jetzt. Und jetzt unterscheidet sich auch wirklich, also die Methoden, GetItems, SetItems, das PropertyItems etc. ist da. Über Reflection kann man ja dann noch die verschiedenen Varianten ein- und ausblenden, die man gerne hätte oder gerne auch nicht hätte. Ja, aber eigentlich wollte ich ja nur zeigen, wie zeige ich in einer Listbox unterschiedliche Objekte mit unterschiedlichen Templates an. Und die Lösung ist Data Template, Data Type, das Filter angeben, das Ganze in den Resources rein. Und wenn wir hier natürlich einen eigenen Datentyp haben, so, dann ist das meistens unter Local, Doppelpunkt oder Models oder wie auch immer wir das dann haben. Nicht vergessen, hier in den Namespace einbinden. Wir haben gesehen, ein paar nette Visual Studio Features, Encapsulate mit Alt-Enter, Steuerung.Enter für Using Namespace etc. gibt es immer ein paar nette Sachen. Na gut, ja, war ein bisschen schräg, aber ich hoffe, die Message ist angekommen mit dem Data-Template. Und dann viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.